herzlich willkommen zurück hier bei Flaming Dodos. Bow, bow, wow. Keiner von uns hat diesen Film länger gesehen als 5 Minuten. Nein, das stimmt nicht. Wir sind große Fans des einzig wahren Morgengrußfilms. Und bei so einem wunderschönen Sonnenaufgang muss man doch einfach singen. Ja, dieselbe Idee. So, lass uns keine Zeit verschwenden. Die Haare werden immer länger. Jetzt wieder weitermachen. Warte, ich muss mich noch anziehen. Ich bin noch nicht angezogen. Ich bin noch nackt. Dann los. Raus aus dem Pyjama. Ich hab kein Pyjama. Ich schlafe immer nackt. Pyjama. Weil nackt schläft es sich einfach besser. So, was muss ich denn anziehen? Ich muss meine Rüstung anziehen. Ich muss mein Schild mitnehmen. Ich muss Zähne putzen. Hast du auch gut geschlafen? Dann muss das noch mit. Und 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 dann muss das noch mit. Und, Entschuldigung, ich bin auf dem Weg. Hab's gleich. Bin sofort da. Warte. Ich bin angezogen und ich bin fertig. Soll ich bei Brunhilde mal auf den Roar-Knopf drücken? Mach das doch mal. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was passiert. Okay, ich stell mich um. Eingeschissen. Alter, Mädel, mach das nicht nochmal. Heilige Kacke. Das war beeindruckend. Ich dachte, normalerweise laufen dann... Oh, guck mal. Brunhilde hat auch nochmal gekackt. So, los, auf geht's. Wir brauchen Obsidian. Okay. Wir brauchen Obsidian. Obsidian, Obsidian, Obsidian. So, nee, ich bin unter der Treppe. Nein, ich muss auf die Treppe. Zu mir! Ich komm nicht auf die Treppe. Warum kannst du denn nicht auf die Treppe? Was stimmt denn nicht mit dir? Ich komme nicht auf die Treppe. 2 Stunden später. Ich will nicht Nightwing abreißen. Ja, ist eine gute Idee. Komm mal her, du Drecksvieh. Ja, kommt mal alle zu mir. Ich möchte darauf hinweisen, dass das einzige Scheiß... Es ist ungefähr alles da. Liebe Zuschauer, wenn ihr mal das Spiel spielen solltet, denkt daran, dass ihr die Tastenbelege euch merkt, besonders die für alles rufen. Ja, Alter. Ich versuch mal irgendwie irgendwas. In diesem Sinne, war eine schöne Folge. Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Ach du Scheiße. Ich möchte darauf hinweisen, dass das einzige Vieh, das sich nicht bewegt hat, mein Pteranodon ist. Ich würde da auch nicht weggehen, Jungs. Oh, es kommen die Ersten. Ich park dann mal wieder ein. Ach, ist doch zum Kotzen. Alter, was flattert denn hier alles? Hallo, Kante. So, das waren die Ersten. Der ein Lichtstück hängt da noch. Ich bring mal die wieder an Land hier. Alter, die kommen wirklich alle hinterher. Ich habe Angst. Folgen ja auch alle dir. Hä? Geh mal von Kante runter. Ja, warte. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ich hol mal dieses Drecksvieh von Pteranodon darunter. Alter, wie bist du denn da hingekommen, Stegi? Shirley und Krise sitzen hier noch. Was hast du denn hingekriegt? Dreh dich, Mädel.
Nala, was machst du denn da? Tiger kriegst du hin, ne? Ja, ich bin voll dabei. Das ist doch eine Scheiße hier mit der Scheiße. Alter, Brunhilde so einzuparken hat 2 Stunden gedauert. Ich weiß, es tut mir auch leid. Tut mir nicht leid, das war der Gag wert. Und ich dachte noch, das muss doch irgendwie gehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Alter, hast du sonst auch hingekriegt, mach mal. So, Brunhilde steht. Jetzt habe ich einen Stein aufgesammelt. Das hast du toll gemacht. So, Tee. Beweg dich, Dicker. Komm. So. Ich habe keine Ahnung, wie Miss Temple da hingekommen ist. Auf jeden Fall steht sie jetzt da. Ich finde, sie steht da gut. Shirley ist gut eingepackt, ja. So. Katzi-Tapsis, da ist noch eine. Wen hast du denn da? Rocky. Rocky. Ja, der darf auf die Seite, genau. Und ich habe Mr. Hurley, der kommt darüber. Ich glaube zumindest, dass es Mr. Hurley ist. Natürlich ist es Mr. Hurley, ich kann doch Katzen auseinanderhalten. Nimm deine Nase da weg, Shirley. Ich komm da nicht vorbei. Mann! Shirley versucht dir immer noch zu folgen. Shirley versucht mir zu folgen? Nee, dir. Ich habe ja eigentlich gesagt, sie soll stehen bleiben. Aber wer hört denn hier schon auf mich? Mal gucken, was sie jetzt macht. Jetzt versucht sie mir zu folgen. Jetzt hat sie da einen hingeknödelt. Oh, das ist doch nicht wahr, dieses Drecksvieh. Dann bleibst du jetzt da. Die Le Spücks sind auch wieder da. So, ich nehme jetzt den Petri da. Hops. Komm, komm. Alles klar. So, den stelle ich jetzt dahin. Haben wir's? Nein, aber gleich. Bin ja ein bisschen stolz auf den kleinen Mann, dass er da stehen geblieben ist. Aber. Ja, der einzige ist zerstört. Das war das Geiz. Er ist stehen geblieben. Ey, ohne Scheiß. Alles läuft, bewegt sich, tut, macht. Zu geil, echt. So. Hammer gut. Der Lacher war schon wieder da. Alles auf die kleine Holzbrücke. Lass mich da jetzt rauf. Oh. Na? Hab's gleich. Lass mich. Hier sehen wir die Spezies Mosch, wie sie versucht, etwas hochzuspringen, wo er einfach zu klein für ist. Aber sein kleiner Kopf, dadurch auch sein kleines Gehirn zu verschulden, signalisiert ihm nicht, dass er einfach auch zu klein bleibt. Auch wenn er häufiger hochspringt, wird er nicht wachsen in dem Sinne, dass er denn doch irgendwann die obere Kante erreichen könnte. Also, wollen wir nochmal sehen, wer hier die Evolution besiegt und so. Das nicht wahr, jetzt hänge ich hier, nein, ich kann sagen, ich hänge jetzt nicht hier fest. Wo ist er jetzt hin? Er sitzt auf der Treppe fest. Der Kacktreppe. So, jetzt aber. Lass mich doch von der scheiß Evolution nicht auf links drehen hier. So. So. Was macht er jetzt? Guckt in sein Schild. Das leuchtet. Und... Er baut sich einen Stuhl dorthin. Um dann zu versuchen, auf den Stuhl und nach oben zu springen. Was aber auch nicht viel besser klappt, denn man muss erst auf den Stuhl raufspringen. Jetzt steht er auf dem Stuhl. Oh, er ist hinten drüber gefallen. Oh. So, Wetten werden noch angenommen, meine Damen und Herren. Wir gehen mal etwas näher ran. So. Ich will nicht. Lass dich gefälligst einsammeln. Das ist doch nicht. Oh, jetzt hat die Katze geschubst. Ja. Ist doch
In manchen Fällen werden dann andere beschuldigt an der Inkompetenz. Wir wollen an sich nur Obsidian farmen. Mehr wollen wir gar nicht machen. Jetzt nur ein Sprung nach oben. Ein Strecksprung. Wie in der Schule, Strecksprung. 3, 2. Verdammt! Fast! Nicht bewegen! Hab's gleich! Und Hüpfer! Warte! Ach Mann! Er nimmt das immer zu spät! Und Hüpfer! Ich hab's, ich seh ihn doch schon. Das Zeitfenster für einen Aufsatteln ist nur sehr, sehr gering. Weil ich. Oh, Mann, das muss ich besser timen. Das krieg ich auch hin. Das geht alles klar. Ich werde nicht aufgeben. Nee, das krieg ich. Das ist doch nicht wahr. Oh, Mann. Tisch, wir brauchen Tisch. Tisch. Kann doch nicht so schwer sein jetzt. Mann! Wollen wir los? Echt jetzt? Boah! Du! Guck mal, er sitzt wieder da, wo er am liebsten sitzt. Sein Lieblingsplatz. Er sitzt im Beet. Wie immer sitzt er im Beet. Lass mich! Ich will mich da jetzt reinsteigern. Ich sag ja nichts. Ich wollte nur das Ganze ein bisschen beschleunigen, dass wir heute noch Obsidian kriegen, damit unsere Haare nicht irgendwann sich mit den anderen Haaren in der tieferen Region befreunden und verknoten. Lass uns fliegen. Ist mir egal jetzt. So, hast du eine grobe Idee, wo es Obsidian gibt? Ich tippe auf diese Insel. Auf der vor uns? Ja, halt, die hinter uns ist ja eher so weites Meer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man Obsidian abbaut, ehrlich gesagt. Mit der Axt, das ist ein schwarzer Stein. Na gut, dann lass uns doch mal hoch da zur Brücke und so, vielleicht ist da hinten irgendwas. Ja. Ich glaube, hier unten am Strand wäre es uns schon aufgefallen, wenn hier was wäre. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein ganz normaler Stein, der schwarz ist und der glänzt auch so ein bisschen. Also ein ganz normaler, glänzender, pechschwarzer Stein. Jawohl! Das ist ja. Rein zu doll ist das ja. Jans, was Feines, was Jans! Ja, ganz was Feines hier. So, flieg schneller, du Mistkröte. Da oben ist Ausruhpause. Meinst du nur, weil du gerade so durchgezogen hast? Ja, weil ich ordentlich durchgezogen habe. Na gut. Da ganz da oben, sagt er. Klar, da ganz da oben, da kann man auch weit gucken. Das stimmt. Habt dich getroffen. So. Wie wir sehen, ist es schön. Aber... So schön. No Obsidian. Ja. Ich hab noch einen weiteren Turm. Ist da noch ein Turm? Hinter uns ist einer, da vor uns ist einer. Da gibt's anscheinend mehrere Türme von. So. Aha. Mhm. Wieder was gelernt. Und wir hier geradeaus mal rüberfliegen. Hör mal, wenn du ein Obsidian wärst, wo wärst denn dann? Geradeaus. Ja, dann. Geh los. Der ist groß. Da fliegt was Großes. Wo? Rechts von dir, Vorsicht. Hm? Über uns. Ein Agentavis. Der sich mit irgendwas Kleinerem prügelt. Das wollen wir nicht. Okay. Aber schön grün hier. Sehr schön grün. Da ist schon wieder so eine Brücke. Brücke mit Wasserfall. Ist auch sehr schön. Mega nett. Das ist wirklich. Das ist nice. Von eins Nicigkeit her ist das. Ich bin nämlich voll hip und so. Oh, von der Nicigkeit ist das eine 1? Ist das eine 8 von 10? Von 1 Nicigkeit. Achso, von 1. Ja. Wir sind schon mal Steine. Ne! Steine! Mach keinen Scheiß hier. Ich drehe am Rad.
Steine. Und... Vielleicht sollten wir einen ortskündigen Führer aufsuchen. Ja, schön wär's. Da ist Metall. Hm. Alter, haben wir hier nicht den Rex gezähmt? Ja, klar. Stimmt, hier war das, ne? Und hier drunter war der andere. Der aber... zitternd? Nein, nichts mehr da ist. So, haben wir hier irgendwo Obsidian? Könnt ihr hier mal parken und mal rumlaufen? Du kannst auch rumfliegen, da bist du schneller. Hier ist so ganz viel Stein. Ist auch schön versteckt, ne? Da kommt man nicht so ursprünglich hin. Wer bist du denn? Du bist ein Stego. Okay. So. Hier ist Stegoland, wir können hier nicht parken. Nee, hier ist Stegoland, den müssen wir weg. Was haben wir hier denn noch? Das sieht aber auch cool aus. Weiß ich nicht. Ich habe auch null Ahnung, wo das sein kann, ey. Also wenn man von einem anderen Spiel ausgeht, dann ist es immer da, wo es furchtbar heiß ist. Echt? Ja, da rennt man so kräftig in Minen rum. Kräftig in Minen. Boah. Manchmal auch ist es ganz schön minenkräftig. Boah. Boah, kacke. Agentavis. War hier vorne nicht so eine Ebene, wo es warm ist? Hier noch ein Stück weiter? Das war, glaube ich, nur so eine komische kleine Geschichte mit von wegen hier. Hier ist ein Känguru. Du siehst Kängurus. Ja. Naja, sieh du mal deine Kängurus. Und wenn ich dir die Farbe sage, glaubst du mir es noch weniger. Es ist grün-blau. Okay. Na, habe ich dich getriggert? Komm. Nein, noch nicht ganz. Du musst noch ein paar Sekündchen aushalten. Gleich. Ja, ein grünen Rücken, hellgrüne Beine und einen blauen Bauch. Was hast du geraucht? Du hast Pilze gegessen, oder? Stimberries. Du hast diese komischen Eier gegessen, die da, der Dodo abgeworfen hat, diese bunten. Ich hab dir gleich gesagt, die sind schlecht. Ja, aber die gingen auch. Die gingen noch. Ach, die gingen noch, oder? Dann. Noch. Dann ist ja gut. Wo bleibst du denn? Ich bin gleich da. Kleinen Moment noch. Was machst du denn wieder? Drücken. Ganz gleich fertig. Ganz gleich. Schnell runter da jetzt. Mir ist auch nichts passiert. Ist nichts kaputt gegangen. Wusstest du, dass es auch ein Tech-Triceratops gibt? Damit würdest du mich jetzt triggern. Ja, den habe ich aber noch nie gesehen. Und den Quetzel soll es auch als Tech geben. Es gibt einen Tech-Quetzel. Ja. Gibt's die nicht nur einmal pro Server? Ja, wahrscheinlich, wenn der Quetzel stirbt, dass er dann in der Spawn-Rate wohl dann irgendwie auch vielleicht als Tech erscheinen kann. Das wäre mega geil. Das wäre ziemlich fett. Also ich bin jetzt hier am Känguru. Ich bin sofort bei dir. Na toll. Na gut, das hat sich ja gelohnt. Das ist, weg. Eventuell habe ich versucht, ein grünes Ding zu öffnen und da waren nur Holzbauteile drin. Also völlig von Arsch. So. Dafür bist du wahrscheinlich wieder über die halbe Karte geflogen? Nein, ich sehe dich schon. Wo? Da. Ja, und da unten ist das Känguru. Da unten ist das Känguru. Da ist ein Känguru. Tja, und die Farbe. Alter. Ich habe anscheinend dieselben Stimbeeren gegessen. Hallo Känguru, was machst du denn so? Ob es eine Chronik geschrieben hat? Eine Chronik? Ja, eine Känguru-Chronik. Über bürgerliche Kategorien und so. Weiter geht's. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Obsidian. Darf ich Witze machen? Agentavis links parkt einfach so auf der wilden Wiese.
Der saß da einfach so. Ja, das ist richtig. Unter uns, was läuft denn da unter uns? Was ist denn das? Gallimimius. Okay. Komische Viecher. Sehen lustig aus. Schnell aus. Du hast Käfer an dir dran. Vor allen Dingen habe ich hier irgendwelche Raptoren zu deiner Linken. Viecher. Ja, ich muss hier auch erstmal weg. Alter, der wohl hübscheste Stego, den ich jemals gesehen habe. Wo? Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir? Ich weiß. Nee, warte. Ich bin wieder zurückgeflogen aus der Richtung, wo du gekommen bist. Aus der wir gekommen sind. Aus der Richtung. Hier ist eine Stego-Party. Und den ich meine, den siehst du als erstes. Garantiert. Warte, ich muss mal landen, sonst. Hier ist ein Agentavis, der hier seine Kreise dreht. Ich will auch den sehe ich auch. Ja, den Stego. Ach, den Stego, den sehe ich. Der ist total krass. Der hat vor allen Dingen hübsche Beine. Ja. Der ist vor allen Dingen. Sagt mir nicht, welcher Level er ist. Doch, da sagt er es mir. Sag mir. Vor allen Dingen ist das ein 74er. Ja, ja. Aber hat er auch. Referenzen? Hier. Weiß ich nicht. Nein. Hat er auch hier die schwarzen Steine bei sich? Wie heißen denn die jetzt noch? Hab ich es vergessen jetzt. Obsidian. Obsidian? Was so wichtig ist das. Ja, sehr gut. So, läufst du über den Boden? Nein, da hinten sitzt du, alles klar. Sitze hier auf meinem Stein. Ist das dein Stein? Das ist mein Stein. Ich muss jetzt auch sitzen. Ich muss auch Pause machen. Ich bin auch müde. Ja. Wir haben da auch mal hingekackt. Und da kommen Skorpione. Oh, ja, ein grüner Skorpion mit roten Beinen. Der sieht auch geil aus. Und pinken Schwanz. Schwanz. Kann ich schon wieder kacken. Okay, dann lasse ich's. Wollen wir? Ich bin doch schon auf dem Weg zu dir. Alles klar. Hip, hip, hooray. Guck mal, nach vorne sieht das trocken aus. Ah, das sieht verdammt trocken aus und verdammt cool, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Hallo, ich flieg hier auch noch. Ja, Entschuldigung. Mann, oh. Auge, Alter, Auge. Auge, musst du mal hingucken, wo du hinfliegst, du Sonntagsflieger. Ich flieg auch montags, dienstags bis mittwochs. Siehste? Ja. Fliegst jede Woche so scheiße. Oh, jetzt reicht's, jetzt kacke ich dir auf den Kopf. Was? Warte. Ich kann nicht mehr. Nightwing ziert sich vor seiner Frau. Er kann ja seine Freundin nicht ankacken. Nee, das geht auch nicht. Haben wir hier so? Hier haben wir schöne Strandidylle. Das ist sehr idyllisch. Ich würde aber gerne mal da drüben rüber. Da sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Da, wo es so helle Steine gibt. Ich behaupte aber, wir werden da auch nichts finden. Wir können ja mal gucken. Gut sehen? Hier vorne an die Sandsteine und so. Ja. Das sieht alles sehr trocken aus. Aber du sagtest auch da, wo es heiß ist. Ja, und wie man weiß, habe ich mich noch nie geirrt. Oh, möchtest du mal einen Megalodon sehen? Man kann hier sehr gut einen Megalodon sehen. Der ist hier im Wasser, der schwimmt sehr nah über der Oberfläche. Warte. Komme. Quasi fast. Ui. Ja. Der ist ganz schön groß. So einen müssen wir auch zähmen. Will auf sowas da fahren. Okay. Und dann immer schön tief Luft anhalten. Mir ist heiß, das ist ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, mir auch. Guck mal, hier ist Flipper Party. Die Flipper sind da unten. Rote Sonne. Dort in Barbados. Ich möchte nach Hause, ich möchte auf unsere Trommeln. Ja. An unsere Trommeln. Hier ist Dodoland. Wer ist denn da vorne? Das schwarze Steine? Das schwarze Steine? Aber ordentlich Metal hier. Ja. Hier ist definitiv ordentlich Metal.
Landest du jetzt oder landest du jetzt nicht? Gelandet. Das kann nicht wahr sein. Da, ja, sie auch hier. Na, glaubt, unsere Pause muss etwas größer ausfallen. Meinst du? Ja, wir waren sehr unproduktiv wieder. Komm, wir gehen. Wir gehen zu Fuß weiter. Ja, wir gehen zu Fuß in weiter. In den Sonnenuntergang. Ja, wo ist denn der Sonnenuntergang? Ich weiß gar nicht, wo der Sonnenuntergang ist. Wir gehen zum Baden jetzt. Wir und sagen dabei, Baden. Bis zum nächsten Mal und hoffentlich finden wir dann Obsidian, denn wir brauchen echt eine Frisur. Das sieht aber echt danach aus, ja. In diesem Sinne. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.